Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Episode 7 Days to Die. So, jetzt kann ich auch rennen. Ich hoffe natürlich, es geht euch gut an diesem Samstagnachmittag. Zumindest kam es raus. Ich bin gerade nicht in der Lage, irgendwie richtig zu hantieren. Okay, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich werde heute erstmal die vorerst letzte Episode 7 Days to Die machen, weil alleine ist es halt wirklich nicht so das Wahre. Ich werde es ein bisschen erstmal nur pausieren. Ich will jetzt nicht sagen, ich werde es komplett einstellen. Das möchte ich nicht machen. Sondern einfach wirklich erstmal sagen, wir pausieren das Ganze und dann gucken wir mal, wann ich wieder richtig Lust habe auf 7 Days to Die. Weil darauf geht es ja im Prinzip. Vergrößerter Gewehrlaufmod. Okay. Wieder was gelernt. Vielen Dank natürlich wie immer, Regenbogenmaus, für deinen Kommentar und für den Hinweis mit dem Helm. Da siehst du auch, wie aktuell diese Episode eigentlich ist, weil ich einfach bisher keine Lust hatte aufzunehmen. Da bin ich ganz ehrlich. Und dementsprechend ist es vielleicht besser, dass ich erstmal ein kleines bisschen Pause mache mit 7 Days, bis ich eben wieder wirklich richtiges Interesse, richtig Lust drauf habe, hier zu spielen, zu überleben. Weil alleine ist es halt einfach ein bisschen, es ist schwierig, sich dafür zu motivieren. Zumindest für mich. Weil es einfach nicht mehr so ist wie früher. Früher war das Spiel so eins, wo du sagst, jawohl, das willst du immer spielen. Also ich konnte es immer spielen, aber das ist eben auch schon eine Zeit lang her, dass es so wirklich aktiv war für mich. Und dementsprechend ist es vielleicht besser, wenn wir sagen, wir pausieren das Ganze erstmal. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange. Aha, hier kann ich jetzt wahrscheinlich die Mod auch reinmachen. Wunderbar. Im Prinzip bräuchte ich jetzt sogar, wenn man den anzieht, kann man vielleicht auch mit F das Licht anmachen. Wunderbar. Brauche ich diesen Knüppel gar nicht mehr mit Feuer. Ja, ich werde jetzt erstmal vorerst die Reparaturen machen, damit das schon alles gemacht ist. Wenigstens habe ich dann den Großteil davon schon mal erledigt. Dass wenn dann nämlich die nächste Aufnahmesession beginnt, und ich nehme an, das wird frühestens im neuen Jahr sein, dann auch mit der Alpha 19.3, weil die Experimental ist ja inzwischen draußen, dass wir dann eben richtig loslegen können. Und ich hoffe, dass es dementsprechend dann auch so funktioniert. Ja. Aber dann können wir wenigstens direkt loslegen und müssen hier nicht noch lange drumherum schaffen. Mit dem ganzen Unsinn, den ich jetzt aktuell fabriziere. Weil ich sehe natürlich, ich habe mir nochmal, bevor ich eben gestartet habe, die Statistiken der letzten Episoden 7 Days to Die angeschaut. Und da ist natürlich offensichtlich, wenn die Horde kommt, ist das Interesse größer, was total verständlich ist. Weil es ist und bleibt einfach dann die Horde und darum geht es ja eigentlich auch in 7 Days to Die. Das muss man realistisch sehen. Und wenn die halt dann da ist, ist natürlich dann, oh, es passiert was. Und sonst passiert relativ wenig in meinen Episoden. Das ist richtig, das verstehe ich auch, dass ihr diese Einschätzung zu haben scheint, weil eben die Episoden zum Teil nur, eine Episode hat, glaube ich, eine Durchschnittszeit von einer Minute, die angeschaut wurde, bei vier Personen. Also hat, Entschuldigung, eine Person hat sich dann, vier Minuten das Video angetan, die anderen haben nur reingeklickt. Sofern die Statistik komplett ist bei YouTube. Und das sagt natürlich dann eindeutig auch was aus, dass es nämlich heißt, es ist einfach nicht spannend. Und wenn man alleine so ein Spiel spielt, ist es zum Spielen auch nicht unbedingt so spannend. Und zum Zuschauen natürlich auch nicht, weil ich habe mit niemandem Interaktion. Rede ab und zu dumm mit Zombies. Was jetzt auch nicht unbedingt die beste Unterhaltung ist. Und wenn ich halt mit jemandem zusammenspielen würde, hat man noch ein bisschen Interaktion. Da kann man
sich entweder gegenseitig foppen, man kann Späße machen, man hat vielleicht auch ein Thema, das man bequatschen kann. Und das fehlt halt leider aktuell, nachdem Yogi gesagt hat, er hat keine Zeit oder weniger Zeit und weniger Interesse aktuell aufzunehmen und auch Seven Days to Die zu spielen, was ich ihm noch nicht übel nehme, um Gottes Willen. Weil es bringt halt nichts, wenn man sich dazu zwingt. Und aktuell ist es für mich so, dass ich mich bei Seven Days to Die fast dazu zwingen muss, noch was aufzunehmen. Im Prinzip auch zu dieser Episode, dass eben nicht für die 1-2 Personen, die sich vielleicht die Episoden anschauen, also zumindest für Regenbogenmaus, bei der weiß ich, dass sie sich anschaut, weil sie ja immer die Kommentare da lässt mit ihren hilfreichen Tipps und Tricks, die ich manchmal anwende und manchmal eher nicht. Dass sie eben weiß hier, es kommt vorerst nichts. Ich schaue natürlich nach anderen Spielen, die eventuell interessant sein könnten, die auch hoffentlich langfristiger das Interesse von euch haben. Weil es ist halt traurig, wenn ein Spiel, was längere Zeit geht, und dazu gehört Seven Days halt einfach, weil theoretisch kannst du das ja unendlich lange spielen, bis du zu overpowered bist. So, wir nehmen mal schon mal ein paar Spikes mit runter. Und wenn du deshalb bis dahin spielen möchtest, ist es mit Freunden natürlich schön, aber alleine nicht. Und vielleicht muss ich mir einfach auch Projekte raussuchen, die nicht so lange gehen oder nicht so ausgeschlachtet werden können von mir, wie ich es eben bei Seven Days to Die oder auch bei anderen Spielen wie Warft, da sind wir auch schon bei keine Ahnung wie viele Episoden, auch bei The Walking Zombie 2, da sind es auch schon über 115, glaube ich. Auch wenn es da ein Content-Update gab. Vielleicht soll ich einfach mehr Spiele machen, die vielleicht so ein bisschen storybasierter sind, die dementsprechend auch ein vormarkiertes Ende haben, wodurch es nicht überreizt werden kann. Ich habe Anfang Seven Days to Die, also Anfang dieser Staffel, nachdem ich alleine war, die Nacht immer noch rausgeschnitten. Weil nachts einfach nicht viel passieren kann, weil ich nicht die Ausrüstung habe, um nachts draußen rumzulaufen, um irgendwie auf Abenteuertour zu gehen, ohne das Risiko einzugehen, jedes Mal zu sterben, dann wieder hier zu spawnen und dann das Ganze quasi wieder herschenke. Ja, das wollte ich natürlich nicht. So, hier noch reparieren. Jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. Durch das kurze Luft holen und überlegen. Verdammt. Jetzt würde ich gerne nochmal ganz kurz zurück, kurz cutten und nachschauen, worum es ging, aber da müsste ich den Server verlassen, das will ich jetzt auch nicht. Dann dauert das Joinen wieder so lange. Ärgerlich. Wenn man das so vermasselt hat, wie gerade ich. Naja, feststeht, eventuell besser einfach kürzere Programme oder kürzere Projekte anzuschauen, damit ich es nicht überreizen kann mit der Länge des Projekts. Was hoffentlich auch ein bisschen euch entgegenkommt, damit eben das Zuschauerinteresse länger da ist. Ich könnte es nicht, weil ich nicht in der Lage dazu bin und nicht motiviert genug dazu bin, groß irgendwie Spezialeffekte einbauen, weil ich einfach nicht das Know-how habe, das zu tun und auch gar nicht das Interesse habe, mich da einzulesen, weil das nicht meins ist. Aus dem einfachen Grund, das ist viel technischer Kram. Und da muss man auch ehrlich sein, da muss ich sagen, für die 2-3 Leute, die sich das vielleicht anschauen und es dann vielleicht nicht mal mögen, lohnt sich der Zeitaufwand nicht und das Einlernen in so eine Geschichte. Weil ich müsste da wirklich komplett bei Null anfangen. Und ich bin auch nicht gut darin, Highlights rauszusuchen. Wenn ich früher in der Schule Zusammenfassungen habe schreiben müssen, war es meistens so, dass, wenn man jetzt so als Analogie, die nehme ich ja schon seit Jahrzehnten, wenn ich eine Inhaltsangabe von Harry Potter 1 hätte schreiben müssen, wäre Harry Potter 2 rausgekommen. Nicht nur aufgrund der Länge, dass sie eben sehr viel länger ist, sondern auch einfach inhaltlich nicht wirklich eine Zusammenfassung ist. Weil ich da einfach nicht wirklich gut drin bin in sowas.
So, jetzt muss ich warten, bis ich neue Spikes habe. Ich glaube, die reichen immer noch nicht. Nehmen wir nochmal 20 mehr. Dann ist das wenigstens alles hier repariert. Und ich muss da oben noch, genau, das hier muss ich noch tun. Ich brauche hier nochmal neue Gitter. 4 Stück. Die muss ich mir auch noch machen. Gut, dass mir das noch gekommen ist. 4 Gitter brauche ich auch noch. Ja, was hatte ich? Genau, also kurz überlegt, von wegen Story-basierte Spiele zu nehmen, die eben dann ein vorgeschriebenes Ende haben oder eine Zeitbegrenzung haben, sodass ich sie nicht überstrapazieren kann, wie ich es vielleicht bei manch anderem Projekt schon getan habe. Und natürlich, wenn ihr Vorschläge habt für irgendwelche Spiele, muss nichts mit demselben Genre wie Seven Days to Die zu tun haben, sondern einfach nur, wo ihr sagt, das könnte was sein, es würde euch interessieren, immer her damit. Ich bin natürlich immer über Input froh, weil ich dann auch weiß, okay, ihr interessiert euch dafür und ihr habt Hinweise, ihr habt Tipps, Tricks oder sonstiges für mich, die ich dann gerne umsetze, sofern es umsetzbar ist. Finanziell muss natürlich auch machbar sein, das ist ganz klar. Mal ganz kurz erst die 4 Gitterstäbe und dann machen wir Spikes. Dann kann ich in der Zeit, wo ich da nämlich rumbastle, noch Spikes machen lassen. So, dann reparieren wir erstmal da oben das. Das wollte ich sagen. Hier kann ich, glaube ich, hochgehen, oder? Ja. Und dann kann man eben mal gucken, was denn so euch interessiert. Ich muss sie von außen anbringen, genau. Verdammt. Das sind... Da ist das Schlimme, ich bin jetzt aktuell gewohnt, Minecraft zu spielen. Spiele ich aktuell sehr viel. Deswegen habe ich jetzt Shift gedrückt gehalten und wollte eben dann da am Rand stehen bleiben. Und das geht nicht in 7 Days. Das klappt so nicht. Man darf echt im Prinzip kein Spiel sonst längere Zeit spielen, was unterschiedliche Tastenbelegungen hat. Ich merk's schon. Das Umschalten gelingt mir nicht so gut. Das hatte ich auch gestern in der Raft-Aufnahme Session. Dass ich nicht mehr in der Lage war, richtig zu reagieren. 2. Wieso hältst du nicht? Interessant, dass das nicht hält. Das wundert mich jetzt etwas. Brauche ich... Aber ich brauche nicht beide. Oder? Brauche ich doch beide Seiten? Ich bin ein bisschen irritiert gerade, wie ihr vielleicht merkt. Oder sehr wahrscheinlich merkt. Weil ich hatte das doch da drüben auch einfach nur von außen angesetzt und es hing perfekt. Es hat ja sonst keine Auflagefläche mehr. Es hängt nur von da runter. Interessant. Naja, also ich habe euch jetzt auf jeden Fall damit diesbezüglich aufgeklärt, dass 7 Days vorerst pausiert wird. Ich weiß nicht, wie lange, bis ich wieder Interesse habe. Bis mich die Lust wieder packt. Vielleicht sagt ja auch Yogi irgendwann so, hier, ich hab Bock, kann ich bei dir einsteigen wieder. Hätte ich auch nichts gegen. Aber man muss eben mal schauen,
wie das dann Ganze wird. Ich habe ein paar Spiele schon auf Halde, die kommen sollen. Die allerdings nichts mit Seven Days to Die oder dem Genre zu tun haben. Brauchen noch ein paar mehr Spikes. Die können wir gleich nochmal machen lassen. Um Vorrat zu haben für die Zukunft. Wird da. Ich weiß nicht, ob die direkt nächste Woche schon kommen werden, das Projekt. Oder ob ich das vielleicht auch eher streame und dann eben Ausschnitte hochlade. Theoretisch wäre mir das lieber, aber da ist auch nicht so viel Interaktion da, wie ich es gerne hätte. Es ist immer ein bisschen schwierig. Ja. So. Wenn ich jetzt so und so anbaue, hält das dann? Stützt sich das nebenbei? Nee. Warum hält das an der Stelle nicht? Warum hält das hier nicht? Ich glaube nämlich dann, ich hatte es schon zugebaut, aber es hat einfach nicht gehalten. Aber wieso? Ist das die Richtung, die es in meiner Höhle geht? Ich weiß, dass es früher so war, vor langer, langer, langer Zeit, dass die Statik oder hier die Physik abhängig davon war, wie hoch etwas ist. Je höher etwas war, desto instabiler war das Ganze. Das heißt, du musstest noch mehr Stabilisierungen einbauen. Wenn jetzt hier unter dieser Ecke meine Höhle wäre, würde natürlich das Ding denken, okay, da ist viel Luft dazwischen. Wir befinden uns auf einer höheren Ebene, als es tatsächlich der Fall ist. Und deswegen hält das nicht. Es macht wenig Sinn, aber so war es früher. Da erinnere ich mich dran, wenn ich an meinen Eiffelturm zurückdenke. Deswegen müssen wir mal ganz kurz abchecken, ob in der südwestlichen Ecke mein Untergrund ist. Aber es geht, glaube ich, ja direkt hier Richtung Osten. Ne, Richtung Westen geht's. Ich drehe mich rum. Es könnte tatsächlich sein, dass da im Südwesten... Ja, es ist hier. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass hier eine Höhle ist. Weil das ist dasselbe Gitter, das ich hatte. Aber irgendwie hält das nicht mehr. Das irritiert mich. Warum hält es von der Seite? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Vielleicht versteht es einer von euch, warum es von hier aus ansetzen geht, aber von der anderen Seite aus nicht. Nee, es hält nicht. Warum ist das so? Ich meine, so geht's auch. Ich kann hier nicht runterfallen. Damit ist das Ziel ja erfüllt. Aber es verwundert mich einfach. Ganz, ganz seltsam. Naja. Es ist alles repariert. Soweit, so gut. Komme ich denn schon zur Workbench, damit ich im Anschluss die Dinge machen kann. Fortgeschrittener Ingenieur. Richtig, ich habe noch ein paar Punkte. Ich habe mich nicht damit befasst, was ich eben machen kann. Da brauche ich Intelligenz. Glaube ich, war das. Genau, Intelligenz brauche ich. Muss ich bis auf 4 gehen. Ich habe die 2. Jetzt könnte ich auf den Ingenieur gehen. Könnte hiermit mir die Arbeitsstation und den Zementmischer bauen. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich die entsprechenden Teile hätte, könnte ich auf die
Concrete und später auch Stahl geben, damit das hier noch stabiler ist, das Ganze. Das wird offensichtlich nicht mehr heute passieren. Und auch erstmal nicht in der kommenden Zeit, ich habe es ja gesagt. Das war nämlich vorerst die letzte Episode. Wir pausieren Seven Days to Die. Ich bedanke mich natürlich bei denjenigen, die dauerhaft und auch heute wieder eingeschaltet haben. Hoffe, dass ihr auch bei dem zukünftigen Projekt dabei seid, was auch immer es sein mag. Und dass ihr dann eben auch wieder dabei seid, wenn es weitergeht bei Seven Days to Die. Wann auch immer das der Fall ist. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Euch allen natürlich schon mal frohe Weihnachten. Ich wünsche euch schöne Feiertage in der nächsten Woche. Bleibt gesund und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr in der Hoffnung, dass 2021 schnell besser wird, als es 2020 eben zum Großteil des Jahres war. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.